Ich hoffe, der Amboss hält lang genug. Jo, Effizienz 5. Diamantspitzhacke. Noch mal 2. Hier. Und Effizienz 5. Perfekt, ich hoffe, die hält ein bisschen. So. Und ich hoffe vor allem, dass ich die Mine überlebe. Werkbank. Ein gutes Gelingen. Ja, danke. Verpiss dich, Schaf. Du kannst mir nicht nochmal in die Minen rein. Hier ist ein Schaf in die Minen gerannt. Ja, deshalb musst du Modi das doch nochmal gleich nochmal neu machen. Ja, da war ja was. Ich hoffe einfach, dass ich hier unten irgendwo Eisen finde. Oh, ich habe Eisen gefunden. Okay, das ging schnell. Es ging sogar sehr schnell. Oh mein Gott. Gut, dass ich die Federfallschuhe habe. Findest du noch ein paar Diamanten? Ich guck mal, ich wollte eigentlich nicht so tief in die Mine, sondern in die andere Richtung. So, Stein. Gehen wir mal hier runter. Ah, cool, hier ist gar nichts. Doch, klettern. Winter ist ziemlich voll, das sollte ich mal wieder leeren. Ich geh dann mal in Höhle 2. Mach das, viel Spaß dabei. Danke, ich kommentiere nur, was ich tue. Es reimt sich, das soll ich nicht aufnehmen. Kannst du auch gerne machen. Jetzt mittendrin im Projekt macht es auch keinen Sinn mehr. Ich meine, das Kommentieren. Das ist gut für meine Videos. Dann passiert da wenigstens mal was. Ja, hier passiert schon genug. Das glaube ich Minenfeld. Nicht. Ich mache gerade Minenfeld. Merk dir aber, wo du die Minen platzierst. Momentan sind sie noch gut sichtbar. Ich muss noch irgendwie einen Weg finden. Alles mit Stein auskleiden. Ist alles mit Stein. Macht auch nur noch ein paar Büsche inzwischen und dann. Oh, die Spitzhacke ist richtig gut. Das donnert jetzt hier extrem. Schaut mal, 6 Eisen. Ich nehme mal ein bisschen mehr mit, damit wir noch einen Amboss machen können. Kannst du mal kurz nachgucken, wie viel Eisen man für einen Amboss braucht? Für sehr viel, sehr, sehr viel. Wie gesagt, guck mal eben nach, bitte. Wo soll ich das nachgucken? Du hast so eine Crafting-Bank irgendwo in der Nähe, oder? Ja. Amboss. Guck mal nach, wie viel Eisen man für einen Amboss braucht. Amboss, Amboss, Amboss. Brauchst 1, 2, 3, 4 Eisenbarren und 1, 2, 3 Blocks. 3 Eisenblöcke Blöcke und ich glaub, 4 Eisenbarren. Ich glaube, ich bin gerade unterm Spawn, oder? Keine Ahnung. Hä? Ich kann jetzt... Ja, und ein Eisenblock sind, ich weiß nicht, wie viel ist ein Eisenblock? 9 Eisenbarren. Ja, 9 Eisenbarren, also brauchst du insgesamt 9 plus 9 plus 9 plus 4. Rechne es selbst aus. Okay, 9, 18, 27 und 4 sind 31. Ich brauche 31 Eisen plus ein bisschen was für die Rüstung. Cool. Das ist eine ganze Menge. Ah, ich sehe, Prof war auch in der Höhle. Smaragd. Nice. Absolut wertlos, aber nice. Tee, ein Tee.
Ich brauche dann gleich neue Keys. Natürlich habe ich jetzt meinen Wassereimer nicht dabei. Ja, das wäre ja auch. Und Wassereimer werden überbewertet. Ja, ist halt doof. Jetzt komme ich hier gerade nirgendwo runter. Empiricus ist now AFK. Ist also eine große Sitzung. Nee, du gehst ja automatisch AFK. Und eine Weile. Ja, ich weiß, ist wohl eine große Sitzung. Joa, ich weiß nicht. Auf Deutsch gesagt, er ist wahrscheinlich gerade scheißen. Können wir ihn ja fragen. Nein, danke. Wie war's? So, jetzt bin ich unten in der Höhle. Na, nehme ich auch Gold mit, dann kann ich eine Goldrüstung machen. Wäre vielleicht gut fürs Nether. Hier ist Unmengen Lava und Kohle, aber kein einziges Stückchen Eisen. Doch, da vorne. Ich würde sagen, ja, hier. Wie passt das hier? 15, ich habe die Hälfte schon mal. Na dann. Mach den Rest noch. 18. Okay, ja, ich glaube, ich hab's. Oder? Ich nee, weiß 22 nicht. Nur. 23. So, sehr schön. Muss jetzt mal noch ein neues TNT machen. Mach das. Jeez. Wenn du Kies hast, bring's mit. Ich bin in der Mine, ich habe keinen Kies. Auch in Minen kommt Kies vor. Ich habe jetzt keinen Bock zu strip meinen. Zumindest nicht mit der Spitzhacke. Was ist das hier eigentlich? Oh. Scheint, als hätten wir hier einen Spawner. Ist er gelootet? Nein. Das ist hier unter Wasser. Unter Wasser lässt sich Kies sehr schwer bauen. Du brauchst Wasseraffinität für. Wir müssen länger unter Wasser aushalten. Das ist halt wichtig. Ich hätte zwei Schallplatten. Schallplatten? Ich hab schon alle Schallplatten. Ja. Ja, der Prof ist wieder zurück. Aufs Auge gedrückt bekommen. Prof ist wieder zurück. Na, wie war's? Warum hast du den. Hocherotisch. Schön. Warum hast du den Spawner hier in der Höhle nicht gelootet? Ich habe gar nichts gelootet, weil ich die ganzen Ausleuchtungen gemacht habe im Creative und Spectator. Hättest du auch mitnehmen können, trotzdem. Nö. Dachte ich, fand ich unfair, den Scheiß im Creative zu finden und dann für Survival mitzunehmen. Naja. Dann hab ich alles so belassen und einfach nur ausgeleuchtet. Ich hab's einfach mitgenommen. Ah jo, viel Spaß damit. Danke. Ich brauch's nicht, aber. Na toll, genau ein Stein zu wenig. Oh, ich hab Kies gefunden. Also das macht jetzt hier ordentlich Wumms, wenn da jetzt jemand drauf springt. Wenn da jetzt ein Schaf drüber läuft. Eisen. Das ist. Da haben wir einen Krater vor der Mauer. Einen ordentlichen. So, jetzt muss ich nur noch rauskommen hier. Wie ich dich kenne, ist die Chance jetzt auch nicht gerade niedrig, dass du auch einen schönen Krater in der Mauer hast. Wir haben es doch gerade ausprobiert. Die Reichweite ist nicht bis zur Mauer. Die Chance, dass es... Es heißt ja nicht, dass das immer genau gleich explodiert. Ja, bauen wir sie wieder auf. Obwohl der Krach mit 10... Gürtel von dem Ding.
Ist auch so dringend notwendig. TNT wollte ich bauen. Wo ist Sand? Kann man eigentlich teilweise Blöcke nicht abbauen? Bin ich gerade wieder mitten unterm Spawn? Warte, ich guck mal. Ich weiß nicht, guck doch auf deine Command, auf deiner. Wo ist der Spawn überhaupt? Ich hab komplett vergessen, wo der Spawn ist. Müsste nicht bei 000 sein? Nein. Oh ja, du bist genau unterm Spawn. Dachte ich mir, ich kann hier nämlich nichts abbauen. Tja. Ah, hier geht's aber wieder. Nice. Oh, ich habe einen Stack Eisen gefunden. Cool. Wie gesagt, jetzt muss ich nur nach oben kommen. So. Ich stehe jetzt auf Zwergis Mauer. Hab gerade ein paar Hühnchen runtergeschmissen. Nein, Modi. Und jetzt nein, guck Prof. Ich, was passiert. Nein, Prof, lass das. Wir sind am abgehauen. Nein, Prof. Mit Hühnern beworfen. Böse Prof. Wie viel Eisen ist denn hier? Totes Huhn. Okay, ich folge einfach den Fackeln. Irgendwo hier werden sie führen. Mach keinen Scheiß. Das war klar. Darfst du jetzt wieder fixen? Darfst du jetzt wieder gut machen? Das war sowas von wert. Ach Mensch. Ich kann jetzt selbst Command einfach nochmal verwenden. Na toll, und jetzt hier? Jetzt fehlt hier eine Bombe drin. Jetzt hab ich nicht genügend TNT mehr. Na toll. Ich habe mich entschieden, der falschen Spur an Fackeln zu folgen. Nur nach Fackeln orientieren ist da unten ganz unpraktisch. Ich hab nichts anderes. Es sieht alles gleich aus. Nee. Mal gucken. Nach Fackeln schalten wir den lustigen Klienten wieder ein. Bast. Ach, da bist du. Schon wieder ein Huhn. Bist. Weg. Da. Okay. Bin irgendwo, wo es sehr viel Eisen gibt. Moment. Also wirklich sehr viel Eisen. Das ist eine sehr große Ader hier. Das ist ziemlich genau. Das sind sehr viele Hühner, die jetzt hier am Feld rumlaufen. Danke dafür, Prof. Da musst du wohl gleich wieder was zurücksetzen. Okay, hier geht's nach oben. Das ist schon mal viel. Ja, sie haben zwei von den Bomben ausgelöst. Jetzt sind sie wenigstens alle tot. Und mehr! Und zurücksetzen, einmal bitte. Danke. Command ist jetzt halt wirklich genau darauf ausgelegt, TNT-Schaden der letzten 10 Minuten komplett zurückzusetzen. Bin gerade wirklich wieder zurückgelaufen. Ich bin wieder in dieselbe Sackgasse gelaufen. Oh, hier kenn ich. Ich glaube, ich kenne den Weg hier. Na, warum wohl? Oh oh. Das war jetzt ich. Er hat sich in die Luft gesprengt. Wurde auch mal Zeit. Prof. Ich hab drauf gewartet.
Ach ja, alle deine Items sind weg. Nach dir kam noch eine Explosion und die hat alle deine Items vernichtet. Ja. War ja nichts drin. Ich hab Bienenfeld baut. Rollback. Yay. Ah, ich bin wieder hier. Ich bin wieder am Spawn. Ah, ich hasse es. Okay, du bist da unten. Der Tracer hat dich ausfindig gemacht. Dann gehe ich in Spectator und guck einfach mal, wo du lang musst. Und dirigiere dich von außen. Nee, lass mal. Das nimmt doch den ganzen Spaß. Och, ich hab nicht gesagt, dass ich dich in die richtige Richtung dirigiere. Ich hab nicht gesagt, dass ich auf dich höre. Ich hab fast 2 Stacks Eisen allein auf der Rückreise gefunden. Nein, nein, nein. Außer okay, gehst du gerade in eine Sackgasse. Böses Huhn. Das werde ich rausfinden. Ich bin in der Sackgasse. Wo ist das Schaf? Das ist von außen sehr amüsant zu beobachten. Okay, so wir mal hier lang. Das ist wie wenn du im Helikopter über ein Labyrinth fliegst, während jemand drin ist. Gucken wir mal, ob es hier weitergeht. Oh nein, ich kenne diesen Lava-See. Ah, hier! Okay, ab hier kenne ich mich tatsächlich aus. Weil hier habe ich mich reingebaut. Jetzt habe ich keinen Sand mehr. Ich habe offiziell über 2 Stacks Eisen auf der Rückfahrt gefunden. Nice. Und ich brauchte eigentlich nur, wie viel, 30? Ja, oder? Okay, dass ich mich hier wieder auskenne. Zeit, neue Höhlen zu generieren. Ja, jetzt einfach direkt. Kannst du neue Höhlen generieren? Wenn ich mich beeile, bestimmt, aber jetzt nicht auf Anhieb. Schade. So, das erste Labyrinth ist geschafft. Jetzt sind wir in dem, wo ich mich letztes Mal schon verirrt hatte. So, hier musste ich runter, oder? Bist jetzt immerhin direkt neben dem Mob-Spawner. Ja, ich... der XP-Farm. Ich weiß, ich habe mich hier ja auch reingegraben gehabt ursprünglich. Und hier ist der Ausgang. Das ist meine Höhle, die kenne ich. Deine Höhle. Wessen Höhle? Seine Höhle. So wie es auch seine Straßen sind, oder was? Nein! Apropos, Zwergi, hast du schon wieder in die Luft gesprengt irgendwie? Oder irgendwas in die Luft gesprengt? Nö, gerade noch nicht. Das könnte ein Creeper bei mir unten gewesen sein. Das Minenfeld steht noch. So, ich bin jetzt im Aufzug. Ein schöner Begriff für einfach nur, du hast einen Block Wasser irgendwo hingekloppt. Der ist taktisch platziert. Ich habe da auch eine Basis auf der einen Ebene unten drunter. Zumindest so eine Art. Ein Erfolg. Ich bin für 9 Eisen rein, bis ich eine Rüstung machen kann. Und ich bin mit 2 Stacks Eisen raus. Ja. Machen wir erstmal das Gold. Gold brauchst du höchstens mal für Nether. Na und?
So. Ich nutze da mal die Zeit und bringe die Spitzhacke zurück und paare noch ein bisschen Kühe. Das ist interessant, ein Pfeil kann unter Wasser brennen. Wahre Magie. Ja, ich wusste gar nicht, dass das geht. Hexerei verbrennt ihn auf dem Scheiterhaufen. Er muss büßen, allein in der Spree mit Beton an den Füßen. Ja, genau so. Klingt ja etwas, was wirklich mal gesagt wurde. Also aus irgendeinem Rap, bei dem ich nicht mehr sicher bin, welcher es war. Mafiosi halt. Mafiosi jeden Tag. Mal googeln. TNT. Oh, erstes Deckeisen. Ah, KIZ. Natürlich. Wer sonst? Wer sonst? Rap Deutschland Kettensägen-Massaker. Klingt nach KIZ. Ja, ich wollte es nicht sagen, aber ja. So, das sieht doch schon viel aufgeräumter hier aus. Knochen haben wir unten. Was wollte ich jetzt hier machen? Keine Ahnung, aber ich hätte vielleicht mein Eisenschwert nicht wegpacken sollen. Jo. Wollte nämlich nochmal zum Opfer und ein bisschen Level holen. KIZ. Ach so, Steinplatten brauche ich ja sowieso noch. Gebrannte Stein. Mensch, YTT hat auch immer noch 3,1 Millionen Abonnenten. Tja. Wurden die noch nicht gelöscht? Wieso sollten sie? Solange du deinen eigenen Account nicht löschst, wird er nicht gelöscht. Nein, ich meine, die Abonnenten wurden nicht mittlerweile. Da meint sie. Da hat Mimi aber eine andere Meinung. Solange diese Abonnenten nicht inaktiv sind, generell, werden sie nicht gelöscht. Warum sollten sie? Da hat Mimi aber eine andere Meinung für zu. Ja, es werden teilweise Mimi inaktive wird auch gebrannt, der Vogel. Ja. Es gibt Unterschied zwischen ich gebe meinen Kanal auf und lasse ihn halt, setze ihn auf tot und ich lege mich mit YouTube an und werde gebannt. Und muss dann einen Anwalt holen. Er hat es mit Leon Mascher an. Normalerweise Nazis zertritt. Leon Mascher hat es mit Leon Mascher angelegt. Politische Meinung von daher. Ja gut, im Endeffekt gebannt wurde er dafür, dass er während er seine Strike-Frist hatte, auf einem zweiten Account was hochgeladen hat. Was halt auch so lächerlich ist. Ja, besonders weil es ihnen halt ein halbes Jahr später einfällt. Ja. Oder wie lang das war. Keine Ahnung, hab den Scheiß nicht mehr verfolgt seit längerer Zeit. Wer hätte es auch verfolgen sollen? War viel zu viel seltsames Zeug dabei. Ich habe meinen YouTube-Account komplett gelöscht, also wie soll ich das sagen? Ja, das hast du schon mal gesagt. Und schon davor habe ich Mimi nicht mehr verfolgt. Ja. Fand seine Videos eigentlich schon immer recht amüsant, aber
Er deckt halt das auf, was Also dann Amporette packt und man nur Co. noch auf auf, erst blieb er komplett Scheiß nur noch machen. auf Leon Marcher hängen. Dann hing er plötzlich nur noch im Reaction-Streams mit Unge ab und dann wusste ich auch nicht mehr, dann hat es mich auch nicht mehr interessiert. Ja. Ja, Unge hat mich sowieso nicht interessiert. Unge ist halt auch so eine Sache, entweder man mag ihn oder man mag ihn halt nicht. Ja gut, das letzte Mal, dass ich was von Unge geguckt habe, war noch die Longboard-Tour. Das Ja, ist lang her. die Zeiten fand ich auch noch cool, aber ja, Den das einzigen halt Ross, auch der Reaction nicht auf ohne Longboard-Tour, den Dings. ich nicht leiden kann, ist den, ne? Ja, verständlich. Den fand ich irgendwie immer nur anstrengend. Wiederhole, sehr Er war einfach verständlich. immer so ein komplettes Klischee-YouTuber und Also nee. wenn ich anstrengend finde, das Revi. Keine Ahnung, mit dem habe ich, den habe ich noch nie was geguckt. Revinzeit. Ich mal eine Zeit lang, war ein Der Fehler. brüllt mir mal, der brüllt mir zu darum. Den sollte man auch nicht verfolgen, ehrlich gesagt. Man machen, aber finde Sei's das ihnen halt. gegönnt, wenn sie damit Erfolg haben mit dem, was sie tun, aber ich muss es nicht gucken. Das stimmt. Ja. Müssen tut das keiner. Ich glaube, bei mir Was geht kann jetzt ich eigentlich demnächst die noch so Gewitter für los. Bullshit machen? Ja. Mir ist langweilig. Ich suche mir jetzt einen Berg und schalte den Nuker ein. Nicht mein, bitte. Was? Und du willst den doch immer die ganze Zeit entfernen. Aber nicht so. 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 Creative Mode und N. Bada bing, bada boom. Wie konnte man nochmal Amboss reparieren? Einfach mit Eisen draufklicken, oder? Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich probier's mal. Mir war So nicht geht's. bewusst, dass man die überhaupt reparieren kann. Kann man. So viel Oh. weiß ich. Ich probier's einfach mal aus. Ich hab ja genug Eisen. Was? Nee, überhaupt. Ja, Gewitter geht demnächst los. Ja, dann viel Spaß. Ich freue mich schon, wenn der Fluss überläuft. Wenn's hier stärker regnet, läuft's halt bei uns in den Keller, aber ich hab nichts im Keller stehen, weil wir haben keinen Mietvertrag über den Keller, also ist mir der Keller egal. Tja. Und mein Vermieter scheint sich mittlerweile dran gewohnt zu haben. Im Keller steht einfach alles, was Benutzt dort ihr einfach meinen gelagert ist, Amboss auf oder zwei was? Paletten. Ja, natürlich. Du bist der einzige verfügbare Amboss im Moment. Wenn du kaputt machst, musst du ihn ersetzen. Deshalb habe ich Eisen geholt. Erinnerst du dich?